Hallo Freunde, willkommen zu einer brandneuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft, meine Damen und Herren. Und wir sind hier im TV-Total-Studio, ja, und heute haben wir ein paar Gäste hier. Und zwar begrüße ich zunächst erstmal, Moment, auf die Karte gucken, ach ja, Dark Instinct, guten Tag, kommen Sie doch herein. Ja, hallo. Ich bin der Rapier, seien Sie mal ruhig, ja, einfach hinsetzen und Schnauze halten, Sie haben hier keine Rechte. So, dann als nächstes, meine Damen und Herren. Können Sie mal aufhören, hier rumzuspritzen. Als nächstes kommt der gute Taros. Ja, guten Tag, Herr Taros. Nehmen Sie bitte Platz auf die Gäste-Couch, ja? Unser Tisch kann leider nicht rumfahren, denn wir haben kein Öl. So, als nächstes begrüßen wir den guten Herrn PayZ. Ja. Da. Bei Ihnen steht ja Pay im Namen. Verstehen Sie etwa? Sind Sie etwa ein YouTuber, der immer Geld haben möchte? Oder wie ist das? Ja, ich bin vor kurzem YouTube-Millionär geworden und Sie können das auch. Oh, danke schön für die Information, ja. Und zum Schluss, ja, tut mein Kinn ganz schön weh, aber da muss ich mal ganz kurz den Bart jucken. Moment. So, ich begrüße den Herrn guten und gut aussehenden sexy Motherfucker, Tobias Turbinator. Oh ja. Applaus! Vielen Dank. Oh, Entschuldigung, wir sind denn heute ab 22.15 Uhr, ja? Jetzt gehen wir da hin, ist das okay? Ist das ja, dahin? Wir sind denn heute ab 22.15 Uhr, denn man sieht ja Brüste, ja? Und okay, ich möchte mal ganz kurz fragen, können Sie mal bitte aufhören, hier den Herrn Turbinator zu rammeln, ja? Das machen wir Backstage. Ja, so, ich hätte dann mal eine Frage, ja? Turbinator, warum Hello? Sind Sie halbnackt? Ja gut, ich bin ja vom Beruf Nudist und es ist einfach immer besser, wenn man das Ding einfach baumeln lässt. Ja, manchmal muss man den Hoden ja in kaltes Wasser hängen, ja. Und dann begrüße ich natürlich auch den Herrn Taros mit dem blonden Haaren da. Nee, mit dem roten. Ah nee, ist ja gar nicht der Taros. Taros, warum sind Sie denn als Link verkleidet? Sind Sie etwa Link oder haben Sie eine URL im Hintern stecken? Ich weiß es nicht. Hat man nicht ja. Vergessen. Und dann haben wir natürlich auch den guten Terrorhase. Können Sie mir sagen... Der sieht aus wie Justin Bieber. Ja, oder ich würde sagen, wie eine billige Nutte vom Straßenstrich, ja, ähnelt seiner Mutter. Können Sie mal bitte wieder auf die Bank gehen, ja, sonst gibt's Ärger hier. Sonst kommt gleich die Security und schmeißt sie raus. Nein, nicht in das Publikum. Hallo, gehen Sie bitte wieder auf die Bank, ja. Okay. Herr PayZ, können Sie mir erklären... was ist denn hier los? Ist das hier ein Kasper-Theater oder was? Oh, ich kann nicht mehr. So, Herr PayZ, ich hätte da mal eine Frage. Ja, warum sehen Sie so komisch aus? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Weiß ich nicht, ich bin so geboren worden. Ja, Taros, gehen Sie mal bitte wieder. Sie brauchen sich nicht selber den Mund zu kacken mit Ihrer braunen Erde. Gehen Sie mal bitte wieder. Gehen Sie doch mal bitte auf die Bank, Herr PayZ, ja? Sonst schmeiße ich Sie hier raus. So, und der gute Donaldi, den muss man natürlich auch noch fragen. Warum zerstören Sie, wenn Sie FIFA spielen, Fernseh? Ja. Nein, Sie reden nicht wie Stefan Raab, das darf nur ich, ja? Ja, das ist okay. Ja, du hörst dich an wie Uli Hoeneß, wenn er eine Würstchen in den Popo drin hat. Ja. Oh ja, gut, der Uli. Ja, so, meine Damen und Herren, das hier ist das Minecraft-Studio und heute ist eine Uli Hoeneß und Stefan Raab-Edition von, was ist das denn hier? Ist das ein Let's Play mit Tilo Sarrazin oder wer macht hier mit Turbinator? Alter, ich bin voll am Heulen gerade. Ich habe Ihnen nicht zugehört gerade. Ich wiederhole die Frage natürlich gerne. Ist das hier eine Folge mit Tilo Sarrazin? Könnt ihr mal bitte Ihr Hintern aus meinem Arsch nehmen, aus meinem Kopf nehmen? Ich kacke auf Ihren Tisch. Moment, ich tue das eben mit dem... So, was ich fragen wollte ist, Turbinator, ich muss die Frage ja nochmal wiederholen. Was war denn die Frage nochmal? Kann mir jemand mal den Zettel hochhalten? Ich lese mal da ab. Achso, ja. Können Sie nicht einfach mal auf die... Oh, danke für das Holz. Da tue ich mir erstmal gleich einen drauf wienern. Nee, was ich fragen wollte ist, Turbinator, finden Sie, dass der Uli Hoeneß, also ich weiß ja nicht, welche Persönlichkeit Sie heute darstellen, aber finden Sie, dass der Uli Hoeneß weiter bei den Bayern München im Aufsichtsrat sein soll? Ja? Ja gut, wir bei den Bayern waren früher ja schon immer... Ich sag mal so, der Uli ist eigentlich ein total netter Mensch. Ja, und ich glaube...
Ja, der Uli, ne, also ja, der hat geile Würstchen. Finden Sie auch, dass der Auftritt von, wie heißen die beiden Chaoten nochmal, Klaas und Joko, Raab und, auch falsch, Sarrazin und diesem Gronkh, ob die gerechtfertigt waren hier bei TV Total oder bei den großen TV Total Eierspucken. Ja gut, ist mir egal, ich gehe jetzt Frauen auf den Weihnachtsball bumsen, tschüss. Ja, ich gehe dann mal mit, ja, mein Sakko muss auch mal gelüftet werden und da tue ich mal hier auf den Knopf, ja, und hier sehen Sie, meine Damen und Herren, eine Bank, ja, eine Treppe und die führt zu meinem Girokonto, welches unbezahlbar ist bei Mastercard, ja, und hier ist die Villa. So, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann tut mir mein Kinn deutlich weh, aber das Kinn ist so weit vorne wie Michael Schumachers Arsch. Ja, Turbinator. Ja gut, Stefan, dann geh doch mal in die Werbung. Ja, meine Damen und Herren, du das bei O2 noch die Werbung gibt es erst, wenn diese Folge heute beendet ist, denn das ist die Uli Hoeneß und, die Franz Beckenbauer und Rab-Edition, ja, und Justin Bieber und Link und Dark Instinct ist natürlich heute auch dabei, der Donaldi, ja, verkleidet sonst als von Persil und so, wir gehen mal ins Haus. Turbinator, zeigen Sie doch mal, was wir denn heute machen. Ja, ja gut, gemeinsam sind wir Beckenraab. Ja. So, ich folge Ihnen mal. Ich folge Ihnen mal. Das hier ist unsere Villa, die haben wir ja schon mal im Gameplay-Video vorgestellt. Ja, auf myspaß.de. Und Tobi, Herr Raab. Bitte was denn? Wieso haben Sie Knieschützer an? Weil Sie immer so oft blasen, oder was? Meine Knieschützer habe ich an, weil ich immer bei Eltern zu Hause die Bude wischen muss, ja? Weil, Oh! Der ist umgefallen, ja? Wie ein HB-Männchen am Sonntag. Ja gut, ich schnapp mir mal die Brownies hier. Super! Turbinator hat den Erfolg dreimal auf Holz geklopft erzielt. Ich hau ja mit meinem großen elatschen Penis dreimal auf Holz, ja? Dann ist das Brett durch. Jetzt ist hier genug, ja? Also, ja, wir können ja mal ganz kurz hier oben aufs Dach gehen und mal die Aussicht genießen, ja? Ja, hier auf dem Pro7-Tower. Ja, auf dem Spaß-Tower, ja, wir bei ProSieben, ja, wir haben eine Philosophie, schmeißt das Geld aus dem Fenster. So, ich bin ja mal dafür, dass wir jetzt mal zu der Schlag den Raab-Arena, zum TV-Studio Schlag den Raab gehen und uns das Ganze mal angucken, ja. Sie können dabei hier live dabei sein, wenn wir dahin schlawinern mit der Köln-Sülzbahn und der 1. FC Köln, ja. Was sagen Sie denn, Franz Beckenbauer? Wird der 1. FC Köln diese Saison aussteigen oder wie sehen Sie das? Ja gut, ich sag mal, der Ribéry, der spielt eine überragende Saison. Ich glaube, die Bayern werden Meister. Ja, meinen Sie, der 1. FC Köln wird irgendwann auch mal bei der... Tobi spielt ja heute nicht mit, ja, du musst sagen, der gute Franz, Donaldi, ja, und wo ist denn der Link? Der Link ist ja auch ein Fan des 1. FC Braunschweig, Köln und So. Ja, ich fress eine Keule. Wir sind hier in der im Schlag den Star TV Studio. Ja, und hier werden wir künftig spannende Duelle aufzeichnen. Turbinator oder Taros oder PayZ, möchten Sie das vielleicht mal ein bisschen erläutern? Ja, was wir denn da vorhaben? Die Kämpfe müssen beginnen. Nein, hat er gesagt. Ich bin ja dafür. Ich werde gemobbt und das finde ich nicht gut. Ich bin ja dafür, ja, ich wollte schon einen YouTuber erwähnen. Ja, Gleichberechtigung im Fußball? Turbinator, was halten wir denn davon, wenn wir diese Folge, ja, diese drei Idioten hier, den Boden, da bin ich runtergefallen. Ja, diese drei Folgen mit dem, mit einem Holzboden in die PvP-Arena bauen lassen. Gut, ich sag mal so, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich die Stimme noch mache. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ja, dieses ganze Zeit so zu reden, meine Damen und Herren, ist gar nicht so einfach, denn mein Kind tut mir so ordentlich weh. Ach, und Stefan, ich bin ganz ruhig, Eltern, ja. Und ich bin ich bin froh, wenn diese Aufnahme vorbei ist. Ja. Na gut, Stefan, geh doch mal in die Werbung.
Ja, so meine Damen und Herren, das war heute, was ist das denn hier für eine Sendung, TV Total Turmspringen, nee, das ist das große Eierenschaukel, Turbinator, können Sie das vielleicht ein wenig, verstehen Sie, was war denn da los, man weiß es nicht, ja, und deswegen sage ich einfach mal vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben, das war heute TV Total in der Sonderausgabe mit Uli Hoeneß, PZ, Terrorhase, ist ja der gleiche, Fies, ja, Fies steht übrigens für Fiesten. Wer nicht weiß, was es ist, da steckt man eine Faust in den Anus. Und natürlich der gute Taros, der Melonen sammelt, ja, so wie seine Mutter, die hat zwei dicke Melonen vorne hängen. Und der Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer und der Donaldi. Ja, so, das war's dann. Ich bedanke mich bei allen Sendern, die es gibt. Ich fahre jetzt nach Köln-Sülz, Mettbrötchen essen. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja. So. Alter, oh, mein Mund tut weh. Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft. So, hallo, willkommen zu Let's Play Minecraft. Nein, ich hör auf jetzt. Alter, das kann ich nicht mal mit anhören. Alter, mein Kind tut so weh, ne? Das glaubt ihr gar nicht. So, wir wollen genau jetzt die richtige Fresse für die Rabimination. Ja, mein Kind ist so weit vorne, ja. wir möchten jetzt auf jeden Fall den Boden mit Holz ausstatten. Habt ihr genug Holz vor die Hütte, meine Damen und Herren? Aber mir ist gerade eingefallen, was mir wirklich lustig ist. Wir könnten das ja wirklich, wir haben ein TV-Studio und das könnte man mit dem TV-Studio vielleicht verbinden oder ist das so weit weg? Und dann könnte man das hier halt so als, dann haben wir so ein normales Studio und ein Contest-Studio, wie bei Schlag den Star oder Raab. Ist mir mal so eingefallen. Ich glaube, du willst ja irgendwann mal bumsen, oder? Die Frage ist, was wir hier machen. Ich kann noch leben. Ja, wir wollen, ich wollte jetzt, haben wir denn genug Holz, dass wir den Boden jetzt mal ein bisschen hier... Nee, warum Holz? Da kommt Kies hin. Das ist eine PvP-Arena, ne? Ist so, wow. Ja, ich hab... Jetzt hört mal auf, euch gegenseitig zu töten, bitte. Wir müssen jetzt mal hier vorankommen. Wir brauchen hier was zu essen. Ja, dann Dean, pass auf, wir machen jetzt Dean und Patrick kümmern sich um Essen. Der Tobi und ich besorgen Kies. Ich geh einfach zur Farm. Nee, wir brauchen nichts zu essen. Wir haben genug Essen. Ja, dann lass mal Kiesling besorgen. Vorsicht, Phantom vor. Kiesling. Ja. Vorsicht, Phantomwitz. Hi, Patrick. Phantomwitz. Boah, ganz ehrlich, ich muss mal ganz kurz aufhören zu reden. Mein Kind tut mir so weh, ne? Alter, ja, mein Kiefer. Wenn man, was willst du denn, du Mistgeburt, warte mal, wir haben genug Essen. Wir brauchen gar keins. Nee, brauchen wir auch nicht. So, ja, übrigens wollte ich ganz kurz sagen, liebe Freunde, liebe Damen und Herren, liebe Genossen. Merkel-Raute. Wir spielen übrigens hier auf unseren eigenen Server jetzt. Wir spielen jetzt mal richtig online. Natürlich werden wir die IP-Adresse verraten. 357-893-29571118. Doppelpunkt. So, wer alles mitgeschrieben hat, ja, hier, die IP könnt ihr euch bei mir auch gerne angucken. Die bringt euch aber nichts. Ja, wir werden vielleicht machen wir mal so, dass wir mal zwei, drei Spieler oder so ein paar Spieler hier einladen, aber nur für eine Folge, die dann mal mit uns hier so ein bisschen die Welt erkunden können. Das kann man ja mal machen, ab Folge 100, vielleicht einmal oder zweimal machen wir so ein kleines Gewinnspiel. Wer sind das? Würde das denn gehen, Tobi, dass die mitspielen, aber nicht zerstören? Ich habe mir schon überlegt, dass wir dieses Plugin installieren, dass hier Spieler drauf können. Also der hat ja nur 10 Slots, der Server. Mhm. Aber dass die Spieler hier drauf können, aber halt nichts kaputt bauen können. Also keine aber Blöcke setzen, die auch was Neues bauen könnten? Achso, die können keine Blöcke. Ja, okay, das können wir gar nichts machen. Die können das nur ist gucken. Aber da musst du jedes Gebiet manuell eingrenzen. Das ist ein bisschen, ja. Ne, ich habe das Plugin vorhin auch in einer anderen Version noch gesehen. Also Leute, was haltet ihr denn von der Idee? Dann könnten wir das ab und zu mal auf Facebook ankündigen, wenn wir denn was aufnehmen. Und ihr könnt uns dann im Chat im Spiel Fragen stellen, die wir dann während der Let's Play-Aufnahme beantworten. Das wäre doch mal was Cooles. Das wäre cool. Das wäre legendär. Kann man machen. Und ich, wie gesagt, falls wir mehr Slots oder sowas brauchen, liebe Grüße an den guten Patrick von Nitrado an dieser Stelle und nochmal vielen, vielen Dank. Ja, du natürlich, natürlich gute Arbeit, Patrick. Ja, so. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe jetzt eine Battlefield-Folge in Stefan Raab gemacht und eine Minecraft Folge irgendwie auch mal gut. So, ich wollte jetzt Kies besorgen. Tobi, haben wir denn Kies irgendwo unten? Alicia Kies? Ich guck mal. New York! Ich hol Knete, ich bin auch ganz Knete. Ne, was ist denn das bekannteste Lied von Alicia Kies? This girl is on fire! Alter. Dean, ich geh mal nach ein paar Schweine. So, wer übrigens findet, dass der Tobi singen sollte, bitte bei Facebook auf jeder überall hinschreiben, Hashtag okay. Tobi singen. So. Ne, ich würde lieber schreiben, Hashtag Liebe für Heideltraut. Nee, das ist hör auf, das ist viel besser. Nein, Hashtag Tobi singen. Heideltraut, Heideltraut, weiß wie man's Patricks Muschi krault.
Nee, aber wir möchten nee, noch mal ganz kurz, ich möchte noch mal ganz kurz im Namen von Tobias und Mia sagen, dass wenn wir irgendwann mal aufhören, wenn wir mal aufhören, Let's Play mit dem guten Gronkh und Sarazar zu machen, also jetzt GTA bezogen, wer weiß, was wir da noch für Projekte machen, aber jetzt auf GTA bezogen, werden wir natürlich dann weiterhin GTA Online spielen, ne, Tobi? Ja, natürlich. Und dann auch mal mit der Community langweilig. Und vielleicht auch mal die Currywurst einladen. Ich weiß es nicht, mal gucken, Freunde. Currywurst? Ja. Ich mag keine Schafe. Oh ja. So, ich habe jetzt Kies, Tobi, ich gehe zur PvP-Arena und tu den Boden da, mit meinem dicken Ding-Dong. Kannst du bitte auch mal eine Tür bauen und so einen ganzen Kram, Fackeln setzen? Also wir müssen mal vorankommen, sonst hängen wir da wieder ewig. Guck gerade schon. Ja, und ich möchte ganz kurz mal... Wir müssen mal was essen. Achso, wir müssen mal ein paar Themen ansprechen. Und zwar möchte ich als erstes mal heute gerne von euch wissen, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von der neuen YouTube-Kommentarfunktion? Da jetzt alle hier sind, kann man das immer ganz schön eingrenzen und mal die Allgemeinheit fragen. Unübersichtlich. Ja, Tobi, was sagst du? Patrick, was sagst du? Ja, ich sag mal, also ich find's irgendwie nicht schlecht, weil halt echt viel Scheiß-Kommentare rausgefiltert werden, die man aktivieren muss. Aber so wie sie es halt umgesetzt haben, ist wieder so, also dass man das jetzt nutzen muss, das ist irgendwie behindert. Kurze Sache, Tobi, ich tue den Boden lieber mit Pflasterstein ausstatten, das sieht cooler aus. Ja, oder Pflasterstein ist auch gut. Ja, was hast du dazu, Patrick? Es funktioniert ja mittlerweile noch nicht so ganz, das heißt, Kommentare werden einfach noch gar nicht angezeigt, was so ein bisschen blöd ist. Ich hatte heute das Problem, dass einfach gar kein Kommentar angezeigt worden ist. Aber gut, das dauert natürlich, bis das alles implementiert ist. Ja, aber ich finde es auch nicht so schlecht. Also die Idee ist gar nicht so schlecht. Ja, was mir aber aufgefallen ist, bei iOS-Geräten ist es so, dass, oder überhaupt bei Handys, dass jetzt nicht mehr die neuesten, sondern die besten Kommentare angezeigt werden und man kann das nicht mehr filtern. Das finde ich total dumm. Ist auf dem PC teilweise auch so. Also ich denke mal, es gab ja auch früher, als dieses neue YouTube-Design gekommen ist, dieses Panda-Design. Da war ja auch erstmal am Anfang rumgeflamed. Hat der Crow entwickelt, ne? Das ist, ja, ganz genau. Dennis? Ja? Nein. Stefan, wenn ich bieten darf, ja. Nein, weiter? Ja, und bis jetzt haben sich ja auch alle dran gewöhnt. Und ich denke, jetzt ist es bei den Kommentaren genauso. Es wird ja, erstmal jetzt beschwert, aber in einer Zeit findet sich damit jeder ab. Da hast du recht, aber was ich finde ist, ich finde einfach, dass viel mehr Möglichkeiten jetzt bestehen, die Kommentare voll zu spammen anhand der Tatsache, dass man jetzt auch URLs und so posten kann. Und wirklich jedes zweite Posting sind jetzt irgendwelche komischen Text... Vorsicht, mein Tausendfüßler muss hier durch. Genau, die... Oh, Alter, ganz ehrlich. Ich finde super. Nee, ja, ich finde das... Also das mit den 500 Characters hätten sie echt so lassen sollen. Ja. Das stimmt, ist schon besser. So, ich brauche Pflastersteine. Habt ihr noch welche? Ich habe jetzt... Ja, ich habe richtig viel, Alter. Wer hat da noch einen Zaun gemacht? Was? Wer hat da ein Loch in den Zaun gemacht? Dennis, ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Warte, Cleanstone oder? Alter. Nee, einfach normale Pflastersteine. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Cleanstone. Damit kannst du Pflastersteine machen. Warte. Achso, kannst du welches machen bitte und einfach vorbeibringen? Weil ich es jetzt doof, wenn ich da hier. Hab ich noch Cleanstone? Ja, hab ich noch. Ich mach auch mal welche. Ich hab 6 Stacks Cleanstone, Alter. Weil ich mir meine Dinge. Brauchst du denn diese Stone Bricks? Die hab ich auch noch. Na, no, Tobi, komm mal bitte kurz zur PvP-Arena. Ja, ich bin unterwegs. Hier sind nur ein paar Creeper, die. Warte, wie macht man nochmal Stone Bricks? 4 Clean Stone. Hallo. Der mit seinem Holzschwert. Ich bin Rambo. Das ist ein Sticky. Ihr kriegt Besuch von einer Spinne? Ja, Dennis, hier. Schenke ich dir gleich. Zum Geburtstag. Ey, Vorsicht. Der Payset kann ihn nicht zerstören. Nee, Patrick, da bin ich von dir Besseres gewöhnt, ja? Ich bin ja nicht so ein Spinner wie du. Mal, Sascha, hast du Zaun dabei? Ey, bitte, was? So, ich hab 10 Zaun. Ich hab 10 Zahnziegen. Ich hab. Wer hat das denn hier aufgemacht? Dennis? Dean? Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Stone Bricks. Ja, und ich wollte noch auf eine Sache eingehen. Ich fand's übrigens richtig geil, dass sehr viele meinten, dass man das mit dem. Wir hatten ja diese Entschuldigungsfolge vor ein paar Tagen, dass sehr viele meinten, dass man sich im Internet halt. Nicht mal so einlullen soll, ja. Das fand ich extrem cool, dass die Leute das da... Ja, was machst du jetzt, Dennis? Jetzt machst du wieder kaputt. Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Nee, dass die Leute das dann auch so locker sehen und da Verständnis für haben, dass es ja wirklich eigentlich nur alles Spaß ist und man ja nicht auf die Goldwaage legen soll. Ist das nicht dein Ernst mit den ganzen Beleidigungen? So eine Entschuldigungsfolge, hab ich das verpasst? Weißt du doch, hier mit dem... Ich sag ja keine Namen, ich meine, bin ja keine Promotion. Ach so, ja. Oh. Patrick, was machst du da? Wir wollen jetzt aber... Ja, gar nichts. Guck bitte nicht. Nee, Dina, ist aber was anderes. Nee, ich baue mir gerade... Pflasterstein brauche ich. Du nicht Steinziegel. Du wolltest Stonebricks. Nein, Pflasterstein, habe ich doch gesagt. Hier. Ich habe dich gerade gefragt, willst du Cleanstone oder Stonebricks? Ja, red doch Deutsch. Was ist doch nicht, was du meinst? Ja, toll, jetzt ist der ganze Pflasterstein verschwendet oder was? Glück auf.
Ach, das, warte mal. Meinst du Pflastersteine? Ja, hier. Cobblestones, genau. Ja, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich stell doch dein Minecraft mal auf Deutsch, und Penner. 49 hast du nur. Ja, ich hab nur eine Dingsspitzhacke. Tobi, kannst du mal die Niki Lauda pflanzen, eine Fackel? Was? Ich hab hier drei Stück, guck mal. Ich hab auch einen, ich kann auch was dazu beitragen, guck mal. Ja, Patrick, du bist dann jetzt da nur am Rumstehen hier, beweg dich doch mal, ey. Weißt du, er hat in seinem Namen Pale stehen, will immer Knethaber, macht nix. Ich komm hier nicht mal mehr raus. Ich hätte noch eine Idee, was wir machen könnten. Ja, das verraten wir jetzt in der nächsten Folge. Wir haben in die Folge, wir wollen jetzt nicht immer hier so Überlänge machen, deswegen machen wir jetzt einfach mal kurz hier eine kleine Unterbrechung. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem PvP-Arena-Bau, ne, Tobi? Und dann machen wir auf jeden Fall mal was Sinnvolles. Wir haben jetzt hier den Boden fast fertig. Ja gut, Tobi, und alle anderen wollt ihr noch was sagen? Ich hasse mal for you. Ja. Ich hab keine Heidelskraut. So, Alter. Dann bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Vielen Dank, dass ihr zuseht, und ihr seid wirklich die Besten. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ich stehe auf Säuglinge. Tschüss.